Herr Luna, bringt er jetzt seinen eigenen Cut mit? Glauben Sie, wird der noch passen jetzt für diese Hochzeit? Also für mein Auge wird der Cut, glaube ich, ein bisschen zu klein sein. Wenn ein Cut länger im Kleiderschrank hängt, wird er immer kleiner, ja. Und das wird auch beim Herrn Luna passiert sein, ja. Das heißt also, neue Hochzeit, neuer Cut muss her? Höchstwahrscheinlich schon. Wir werden schauen und wir werden in Herrn Luna die Entscheidung überlassen, ja. Alles klar, danke. Können Sie mir vielleicht ganz kurz erklären, das ist ja der Cut, den wir jetzt nachher oder den der Herr Lugner jetzt noch anprobieren wird. Gibt es da irgendwas Besonderes vielleicht drüber zu berichten? Der Cut ist gegenüber diesem Cut, den Herr Lugner mitgebracht hat, ein leichterer Cut. Man nennt den Sommercut, hat weniger Gewicht und atmet auch mehr. Ja? Und auch die Weste ist leichter vom Gewicht und ja, ist halt ein bisschen luftiger. Das heißt eigentlich perfekt für die Sommerhochzeit. Das ist der Grund, warum wir diesen Cut jetzt anziehen. Aber alles kaufe ich mir nicht, nein. Also kein ganz neuer Cut für Sie, Herr Lugner? Ja, bitte, den habe ich bei der Hochzeit 4 Stunden an und nie wieder. Das heißt, der alte soll dann recycelt werden sozusagen? Ja, also ich kriege neue Hosen. Er meint, dass die Hosen... Die Hose und dann schauen wir das Sakko noch an. Und ob die jetzt... Vielleicht auch die Weste. Und die ist... Die Hose ist ein bisschen leichter und ja, oben ein bisschen weiter, die sind dann zu eng, Herr Lugner, und am Fuß unten zu weit. Ja. Also, ich mache ja im Juni, das ist seit einem Jahr geplant, vom 17. Mai bis 27. Mai bin ich auf Weihnachtskur und dann verliere ich sicher 4-5 Kilo. Ja, aber die Hose ist einfach wirklich, auch wenn sie Gewicht verlieren, geht die nicht mehr. Darf ich mal nachfragen, der Herr Lugner möchte jetzt keinen neuen Cut kaufen, weil er sparsam ist. In welchem Preisrahmen liegt denn sowas bei einer Anschaffung? Also der Cut kostet, das Oberteil kostet um die 700 Euro, ganz genau 698 und die Hose kommt auf 189. Also es ist kein Vermögen. Bei 1000 Euro alles zusammen mit Weste, Plastron, Hemd und so werden wir ungefähr bei 1000 Euro sein. Das heißt, sollte eigentlich leistbar sein für den Herrn Lugner? Ha? Normal schon, aber wie gesagt, der Herr Lugner ist halt sparsam und das möchte ich auch berücksichtigen. Ja. Ich werde sicher versuchen, den Herrn Lugner so weit wie möglich entgegenzukommen. Natürlich möchte ich haben, dass der Lugner schön rausgeht und eine schöne Hochzeit hat. Herr Lugner, jetzt haben wir doch eine gute Auswahl getroffen. Hose, eine Weste habe ich auch mitbekommen, wird eingekauft. Sind Sie denn zufrieden mit Ihrer Ausbeute? Ja, eigentlich bin ich mit mir nicht zufrieden, weil mir der viele Sachen eingeredet hat, die beim anderen Cut-Up-Bock gepasst hätten. Aber er meint, in der Gesellschaft muss man das wissen. Aber jetzt habe ich 2 Fernsehteams und keiner hat gewusst, was ein Cut ist. Und aber das muss es Ihnen doch wert sein für den neuen Hochzeitstag, oder? Naja, das ist ja auch gewohnt, was ich nur einmal anziehe und dann bin ich wo eingeladen, doch sollte ich die auch antragen. Aber ich werde 2x5 Stunden in meinem Leben tragen. Das ist ein Luxus, wenn man da so viel Geld am Schädel hat. Ich bin ja nicht der Benkö. Das stimmt, Sie sind nicht der Herr Benkö, aber Sie sind der Herr Lugner und Sie schauen dann schon sicher sehr fesch aus bei der Hochzeit. Können Sie uns denn schon was verraten über Simones Kleidung? Da kann ich nichts verraten, weil das eine Tradition ist, dass man die Braut erst sieht, wenn sie der Brautvater zum Standesbeamten, also mir vor der Standesbeamten zuführt. Und es gibt freilich Religionen, wo ich war in Bali, ich weiß nicht, welche Religionen sie dort haben, da war der Fremdenführer gesagt, wir haben eine Tochter, die ist 26 und jetzt muss sie heiraten und wir werden auch Nosen schalten und sie, wir sind moderne Eltern, sie darf dabei sein, also am Nebentisch sitzen und sich von der Ferne den Mann anschauen, während normal ist es nur eine Überraschung, aber das sind eben moderne Eltern und die machen das mit mehreren Bräutigammern und dann darf sie sich einen von den 3 aussuchen. Oder in Saudi-Arabien, ja, ich kenne wem, die darf man sich gar nicht vorher sehen und
Und er, wie sie den Schleier gelüftet hat, hat er gesagt, seit der hasse ich sie. Und ich war schon oft eingeladen und da sind die Frauen nie dabei, weil die Männer sich nicht selber aussuchen dürfen. Aber in Österreich war bei den Adeligen das ja auch so, der Maximilian, der letzte Ritter, der Kaiser von Österreich, wurde mit 12 oder 13 Jahren oder 14 Jahren verheiratet mit einer Prinzessin von Burgund. Die haben auch die Bürokratie in Österreich eingeführt. Die Burgunder waren besser. Und dann, wie sie 18 war, hat er sie besucht, hat sich in sie verliebt. Und sie waren kurz verheiratet und sie ist vom Pferd runtergefallen und war tot. Na, zum Glück haben Sie sich Ihre Simone selber aussuchen dürfen, ha? Erstens habe ich mir selber aussuchen dürfen. Zweitens hat sie mir noch die Gerda Rogers empfohlen. Und reiten brauche ich heute auch nicht mehr. Aber früher, wenn man Geld gehabt hat, hat man ein Pferd gehabt. Ich habe in Wien schon so viele Palais umgebaut, wie ich noch die Baufirma hatte. Und ich habe dann Heuraufen und alles daheim gehabt. Aber ich habe es dann weggegeben, weil ich auch nichts damit anfange. Aber zum Beispiel im OPEC Found House am Parkring 12, da sind 12 für 12 Maßpferde ein Maßstall. Und da war drinnen ein Reitraum für den Winter, wenn es schneit. Ja, da kann dann auf jeden Fall bei der Hochzeit nichts mehr schief gehen. Wie wichtig das sind. Das kann ich nicht verraten. Was schief geht, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, aber ich kenne den Opernball, da irgendwas kriegt immer. Irgendein Hopperla gibt es immer. Sag, jetzt haben wir vorher schon von Traditionen gesprochen. Sie werden die Simone vor der Hochzeit nicht in ihrem Brautkleid sehen. Gibt es noch irgendwelche andere Traditionen, die Ihnen wichtig sind? Ja, das ist eine Tradition und die ist mir wichtig, dass man so heiratet, wie es sich gehört. Und vorher darf man sich die Braut aussuchen. Das Einzige, was ich hier mitgebe in der Früh, fahrt sie schon ins Grau Hotel, da kriegt sie den Brautstrauß in weiß und gelben Blumen und den übergebe ich ihr und dann fahrt sie mit ihrem Auto ins Grau Hotel, parkt es dort ein, damit dass wir am nächsten Tag ein Auto zum Heimfahren haben. Das heißt, die Hochzeitsnacht, die wird dann auch im Grau Hotel verbracht? Die wird im Grau Hotel verbracht, aber ich habe für ein Nebenzimmer dazu gemietet, was wir auch bei den Opernballgästen immer haben, das ist die Service Suite. Da war ich nach und wir waren allerdings im gleichen Schlafzimmer und das hat es nicht ausgehalten in Las Vegas. Naja, dann das heißt, extra Zimmer gibt es auch noch. Jetzt ist natürlich die Frage noch aufgelegt. Das ist jetzt das 6. Mal, dass Sie heiraten, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ist man da noch nervös? Nervös bin ich nicht, weil ich habe ja in meinem Leben so viele Dinge schon erlebt. Ich habe schon einmal einen Flugzeugführer entwaffnet. Oh. Der hat mich nicht kommen gesehen und ich habe nicht gewusst, dass der Flugzeugentführer ist. Und er hat so eine Pistole rausgehalten, ist hinter der Wand gestanden und ich war so verschlafen und habe ihm so fest auf die Hand gehauen. Und da ist ihm aus der Hand gefallen, weil er nicht gerechnet hat, dass ich drauf hau. Er hat es locker. Und dann sind sofort zwei aus dem Cockpit gekommen und haben ihm die Hände am Rücken gehalten. Und dann sind andere Passagiere gekommen, die haben uns bei den Viers weggezogen. Und dann sind wir zu viert am Boden gelegen, neben der Pistole und noch irgendein Messer, komischerweise. Ja. Das war aber schon 1970 oder 69, am 26. Dezember. Wahnsinn, also einiges, oder wird der Hochzeitstag ein Spaziergang werden? Da bin ich nachher habe ich so zittert, da war ich fertig, aber weil das hätte ja schief gehen können auch. Ja. Naja, ich glaube, da geht es schon weiter mit den Hosenträgern, Herr Lugner. Genau. Als nächstes die Hosenträger. Die ganz gleich fix drauf lassen, weil sonst. Ja, das macht man dann gleich. Ja. Zum Kater, da gibt es gewisse Vorschriften. Schuhe, auch Uhren haben wir vorher geredet. Worauf muss man denn achten? Was darf man und was darf man nicht anziehen? Also der richtige Cut ist eine schwarz-grau gestreifte Hose, eine silberne Weste, ein weißes Hemd und eine silberne Krawatte oder ein silbernes Plastron. Das ist der Original-Cut. Alles andere ist dann eine Abweichung und eine Abänderung.
Und bei den Schuhen, der Herr Lugner hat gesagt, er möchte Lackschuhe anziehen. Ist das der ein No-Go? Ist eigentlich ein Abendschuh und den trägt man zum Frack oder zum Smoking. Alles klar, danke schön. Zum Cut trägt man eigentlich einen schönen schwarzen Lederschuh. Das heißt, die Schuhe, die der Herr Lugner jetzt anhat, die sind genehmigt von Ihrer Seite aus? Ja, von meiner Art, von meinem Film, für das Richtige. Herr Lugner, was kommt denn da auf Sie zu bei dieser Meierkur? Naja, da kriegt man weniger zum Essen, aber da sind 5 Ärzte, die nur auf den Darm spezialisiert sind und die tun den Darm auch mit Massage entleeren, dass er wirklich leer ist, weil der ist sonst nie leer. Aber es scheint sich ausgezahlt zu haben, oder? Seit 38 Jahren machen Sie das jährlich, haben Sie gesagt? Ja, mache ich halt jedes Jahr, habe noch nie ausgesetzt. Und jetzt muss ich natürlich fragen, Sie sind jetzt von oben bis unten angezogen, wie bei Ihrer Hochzeit. Wie ist denn das Gefühl jetzt? Naja, wenn man heiratet, muss man es vorher mal probieren und das haben wir jetzt gemacht. Der Herr Lugner hat sich jetzt schon entschieden. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit seinem Hochzeitsoutfit? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also er schaut sehr, sehr gut aus und ich bin überzeugt, er wird das Jawort bei der Hochzeit bekommen. Die Weste passt Ihnen sehr gut. Ja, ich nehme die Weste und die Hosen und ein Hemd und ein Plastron. Genau. Und das Hemd. Wo liegen wir da jetzt preislich? Also die Hose kostet, wie gesagt, 179 und die Weste kostet 160. Also wir liegen praktisch bei 400 Euro ungefähr. Ja, Moment, wir haben ja kaufen nur ein Hemd und ein Plastron an. Aber Sie haben ja gesagt, Sie kommen mal entgegen. Natürlich, Sie kriegen dann einen Sonderpreis, Herr Lugner. Jetzt haben Sie dem Herrn Lugner am Ende ja noch ein sehr großzügiges Angebot gemacht. Er kriegt da den Cut, nennt man das so hoffentlich. Ja, das ist cool. Genau, gratis dazu. Der Herr Lugner hat jetzt noch nicht ganz so drauf reagiert. Wird dann noch abgewartet, was dann die endgültige Entscheidung ist? Ich glaube, er wird bei der Generalprobe das Angebot annehmen und dann wieder telegestellt nach außen gehen. Sehr schön. Das heißt, er wird dann auch wirklich voll ausgestattet von Teller, dann auch den Altar runterschreiten oder zum Altar schreiten dürfen. So denke ich, ja. Ja, und er wird gut ausschauen. Fühlen Sie sich jetzt bereit? Ja, sicher. Und einmal noch in die Kamera. Prost! Oh, wow. Oh, na, Prost. Gut.